Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, Leute, das könnt ihr euch nicht... Oh, das ist geisteskrank. Hey Leute, was geht? Willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal, nämlich das lang gesehenste Spiel und geilste Spiel, würde ich sagen sogar, auf Roblox momentan, nämlich Pet Simulator X. Und ja, wir haben das gestern im Stream ausprobiert und das heißt wirklich Pet Simulator X. Und ja, das ist so gesehen Pet Simulator 3, bloß halt gemixt mit Pet Simulator 2 Texturen und Pet Simulator 1 Gameplay. Und dahin traue ich mich gerade nicht, weil da die übelste Post abgeht gerade. Aber es gibt viele Dinge, die man zeigen kann. Und ja, wie gesagt, ich versuche natürlich alles jetzt hier in dem Video so weit wie möglich erstmal zu fassen. Und dann werden, ja, mal ein bisschen Gameplay zeigen. Ich habe auf jeden Fall gestern im Stream hier auf jeden Fall schon mal den VIP gekauft. Der lohnt sich auf jeden Fall schon. Und diesen Teleporter, der ist für 50 Robux, also wirklich, der ist ein Lebensretter. Das Hoverboard würde ich nicht empfehlen, aber jetzt zeige ich mal kurz ein bisschen Gameplay. Nämlich, wie aus Pet Simulator 1 müssen wir hier auf die Sachen klicken und dann werden unsere Pets da hingehen. Und wenn sie es getan haben, müssen wir jetzt diesmal, wie im ersten Teil, die Sachen natürlich collecten. Aber nicht, dass wir die von den Pets automatisch collecten. Wir müssen sogar hinlatschen. Und das ist so ein Mix, würde ich sagen. Ein bisschen aus Pet Simulator 1 und 2. Denn bei Pet Simulator 2 musste man ja darauf klicken. Und hier bekommt man sie halt, indem man halt drauf läuft. Dazu gibt es noch eine neue Währung sofort, nämlich die Diamanten. Die sind auch aus Pet Simulator 2 rübergekappert worden. Damit kann man sich natürlich die neuesten Upgrade kaufen, die wir schon aus Pet Simulator 1 kennen. Das heißt, zum Beispiel hier in der zweiten Welt gibt es zum Beispiel den... ja, wichtigsten Kram aller Zeiten, nämlich das Upgraden. Natürlich, kann ich kurz zeigen, hier beim Upgraden lohnt sich nicht mehr, das Player Speed zu kaufen, weil ich habe ja den Teleporter, das heißt, es macht doch nur ein bisschen Sinn. Aber was ich auf jeden Fall kaufen werde noch und weiter erfahren werde, ist die Pack Strength und den Rest davon. Aber am Spawn hier hat sich auch viel geändert. Es ist wieder auf jeden Fall so standardgemäß wie im Pet Simulator 1, dass wir hier die ganzen Eier auf einem Spot haben. Dazu sind natürlich die anderen Eier gelockt, das heißt, wenn man noch kein Perk, nicht Welt erreicht hat, dann, ja, kriegt man hier diese Eier nicht. Das heißt, man kann nur so eine Preview sehen. So ein, ungefähr so ein Shading darum. Und ihr seht schon, ich habe schon viel Welten geunlockt. Das liegt daran, weil wir im Stream wirklich das komplett in 2 Stunden durchgespielt haben, fast zur Hälfte. Also es geht sehr schnell und auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Dazu gibt es jetzt auch jetzt hier die goldenen Pet Eggs gegenüber den normalen Pet Eggs. Das heißt, wenn ihr zu lazy seid und Angst habt, dass euer Pet, dass ihr hier aus Pet Simulator 2 das Feature hier in Gold verkackt. Das heißt, wenn ihr dann halt zum Beispiel, ich kann mal kurz hingehen. Als Beispiel, ich sage jetzt mal, was können wir versuchen? Was können wir machen? Wir nehmen mal hier die 2 Fischis. So. Da ist jetzt eine 29%ige Chance, dass das ein goldener Fisch wird. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird es failen. Für 400 Diamanten kann man das machen. Das heißt, ich würde sagen, das machen wir mal. Und... oh, okay, wir hatten sogar Glück. Wir hatten sogar diesmal Glück. Nehmen wir uns geschafft. Die haben daraus jetzt einen Fisch, einen goldenen Fisch gemacht. Und der befindet sich jetzt hier. Der ist jetzt insgesamt 131, ja, Punkte, Level, Kraft, Wert. Das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Aber sonst sehe ich hier, glaube ich, haben wir... obwohl, hier können die Hunde, glaube ich, die Hunde können wir noch vervielfachen. Obwohl, nee. Die können wir dann wieder nur mit dem goldenen, mit dem Diamant-Feature machen. Das Diamant-Feature, oder das, nicht das Diamant-Feature, das Rainbow-Feature, Entschuldigung. Das Rainbow-Feature befindet sich ein bisschen weiter hinten. So funktioniert ungefähr das Gameplay. Und wenn ihr natürlich zu faul seid, um das zu machen, könnt ihr natürlich gleich sofort hier ein goldenes ziehen. Ne? Aber das kostet natürlich ein bisschen mehr. Deswegen... ja, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und dazu gibt es dann noch für jeden normalen Spiel einen Daily Reward. Das heißt, einmal kurz hier den Rank Reward abholen. Und wir sehen, wir bekommen erstmal 650 Diamonds, einen Super Lucky Boost und einen Triple Coin Boost. Was das ist, zeige ich natürlich euch gleich. Aber davor gehen wir noch kurz zur VIP-Ecke. Denn die hat auch nochmal extra einen VIP-Redeem-Bereich. Das gleiche auch 3 Stunden. Diesmal bekommen wir hier 2x Super Lucky Boost, 3x. Okay. Also das ist schon ein bisschen random. Gestern haben wir nur ein paar Diamanten bekommen, dazu viele. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ganz viele Lucky Super Boosts. Was sich auf jeden Fall lohnt, auf jeden Fall zu usen, ist diese Triple Coins. Das werden wir natürlich noch machen für dieses Video. Einmal hier die Triple Coins usen. Und das heißt, wir kriegen jetzt die doppelte Menge an Sachen zurück. Und natürlich gehen wir natürlich in die ganz, ganz letzte Welt. Ich kann mal kurz mal zeigen, das Diamant, das, ich sag mal, Diamant-Feature zu. Das Rainbow-Feature. Das müsste, glaube ich, in den Mines, genau. In den Mines ist es. Das heißt, was man machen kann, genau die gleiche Charge wie drüben. Nur man hat sie noch stärker, wie gesagt, auch aus Pet Simulator 2 übernommen worden. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel, was haben wir denn jetzt gerade hier Crypt überhaupt? Dass wir nicht gleich was ruinieren. Egal, wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Wenn wir rein logischerweise als Beispiel jetzt hier diese Puffies oder Puffy nehmen, dann haben wir eine 29% Chance bei 700 Emeralds, dass wir die verlieren oder auch gewinnen. Aber dass mir das noch ein bisschen zu brüchig ist, gehen wir natürlich erstmal hier ein bisschen farmen. Nämlich, ich bin jetzt hier in der Welt schon angekommen. Es geht schnell. Man muss sagen, wenn man kurz ein bisschen vorankommt, das geht wirklich schnell. Wir sehen auch hier schon natürlich, wie schnell dieser Safe kaputt geht. Und in der Zeit, wo die diesen Safe kaputt machen, sehen wir schon, der Safe wird brüchig in einer Zeit. Das heißt, anstatt dass wir jetzt für ein ganzes Teil komplett die ganze Summe bekommen, bekommen wir es immer in so Brüchen zusammengerechnet. Finde ich auf jeden Fall cool, weil somit macht es halt nicht so träge, so langweilig. Es macht wirklich
spielsüchtig dazu. Und wenn sie natürlich diesen Doppel-Coin-Boost bekommen, natürlich sau viel Geld. Und das lohnt sich natürlich übelst, um hier durchzufarmen. Natürlich gibt es ja auch noch eine zweite Währung anscheinend schon. Das ist diese, das sind so anscheinend Fantasy-Coins, so heißen die. Ich schätze, die kann man da hinten anlocken. Weil da hinten haben wir auch gesehen, da war ein Schloss, ein großes Schloss. Das heißt, wenn wir es sowas schaffen, dem Video ein bisschen gecuttet, hier durchzukommen, dann können wir sogar vielleicht sogar das Portal hier eventuell mit gut Glück auch betreten, weil ich glaube, das ist eine große Fläche, das hat da wird eine echt riesige Kiste spawnen, schätze ich mal. Wie wir es kennen aus Pet Simulator 1, bevor wir dann in die Moon Area gehen. Und er ist fertig. Bumm. Und bekommen insgesamt noch 2 Millionen drauf. Und haben jetzt schon 10 Millionen. Das heißt, wir sind gar nicht mal so weit weg entfernt von der neuen Welt. Und das ist das Ding. Das geht echt schnell voran. Und wenn man auch denkt, oh, das braucht Ewigkeiten am Anfang. Ja, tut es. Aber wirklich, Leute, glaubt mir, das geht echt schnell. Zack, und jetzt haben wir schon wieder 1 Million. Das ist echt. Also, es macht echt Spaß, muss ich sagen. Es macht echt Spaß. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall auch viele Videos dazu bringen. Zu Pet Simulator X oder wie ich es immer gerne sage, 3. Wie gesagt, dazu wird es dann auch nochmal Videos geben auf dem Kanal. Wie gesagt, ich versuche das auch noch natürlich mit Bed Wars dann gleichzeitig abzulohnen. Das heißt, er wird eventuell, wenn ich es schaffe, 2 Videos an einem Tag bekommen. Bed Wars und dazu nochmal hier einmal Pet Simulator X. Also auf jeden Fall lohnt sich. Aktiviert die Glocke. Lass einen Daumen da. Und nicht zu vergessen, abonnieren. Ganz wichtig. So, wir sehen jetzt schon, wir haben jetzt schon 13 Millionen. Es sind nur 3 Millionen, bis wir schon hier durchkommen. Es geht echt schnell. Und mit den Pets, wie gesagt, es lohnt sich. Also immer ein bisschen so, ich würde sagen, Pets und dann wieder Welten öffnen. Das ist so die perfekte Taktik, die man machen kann. So, einmal kurz hier warten. Wir sehen schon, da kommen schon andere Leute von weit, weit her. Aber wenn ihr ein paar Robux übrig habt, kauft auf jeden Fall für 50 Robux diesen Teleporter. Er lohnt sich echt sehr stark, weil das Laufen, das zieht schon echt viel Zeit weg. Und dieser Teleporter für 50 Robux ist ein fairer Preis, meiner Meinung nach. Ist jetzt nicht so auf dem normalen Big Games Niveau. Zum Beispiel jetzt hier mit den, kann kurz zeigen, mit diesen Special Pets, ne? Hier. Die geben uns sogar extra Coins. Das heißt, wenn ich mal ein Special Kit oder irgendwas Special Gedönsbombs hier kaufen soll, dann schreibt in die Kommentare. Dann kann ich da was mal rausziehen. Das heißt, wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare oder lasst mit einem Daumen nach oben da. So, wir machen kurz mal die Kiste fertig und wir haben dann schon gleich das Geld. Okay, jetzt haben wir das Geld schon. Wir sehen schon, wir kommen jetzt auch seit neuesten Mitteilungen, dass wir das und das geunlockt haben oder kaufen können. Zum Beispiel, jetzt gerade stand, dass wir die Welt unlocken können und jetzt steht hier, dass wir die ein goldenes Ei kaufen können für 17 Millionen. Macht natürlich keinen Sinn, weil natürlich hier Ei eintauschen ist ein bisschen klüger. Aber wir werden natürlich jetzt hier dann sofort in die nächste Welt gehen. So, 19 Millionen, wie gesagt, mit dem Doppel-XP-Boost lohnt sich auf jeden Fall. Und dass man die auch gratis bekommt, finde ich auch richtig, richtig cool. Das geht auch mit Level Up. Hier mit diesem Level Up, hier mit zum Beispiel Elite schon. Damit bekommt man auch ab und zu hier einen von diesen Perks. Mal kurz gucken, wo sind sie wieder? Hier bei diesem Fire-Symbol. Da seht ihr, da habe ich auch die Perks schon von. Also da kann sich ganz schön viel ansammeln nach einer Zeit. Aber ich würde sagen, wir gehen rein in 3, 2, 1, ab in die nächste Welt. Boom! Und da sind wir schon in der nächsten Welt. Diesmal für 50 Millionen neue Coins. Und dann sehen wir schon, ist da eine Big, Big, Big Boy Chest. Die wir natürlich auch noch holen. Deswegen versuchen wir jetzt hier schnell zu grinden. So, schon wieder 3 Millionen am Start. So einfach geht das. Zack, und noch einen Bonus bekommen. Das ist auch richtig cool. Wie gesagt, das ist auch ein neues Spawn. Das sind ja diese Diamanten. Das sind dann nur pure Diamanten. Kein Money. Ich glaube, bisschen Money kann auch ab und zu kommen. Aber an sich sind es nur pure Diamanten. Das heißt, kann man auch mal kurz zeigen. Hier 1, 2, 3, 4. Oh, da ist eine Kiste gespawnt. Einmal kurz das platt machen hier. So, und dann machen wir kurz die Kiste platt gemeinsam hier. Mit dem lieben CopyMat. Ah, genau. Und wir sehen schon ein neuer Code. Nämlich Super26K. Das heißt, wir können mal kurz diesen Code anlösen. Nämlich einmal kurz, wo ist er hier? Super26K. Hoppala. So, und wir bekommen. Okay, er meinte eher 25k. So, und wir bekommen dafür ein paar Gems. Auf jeden Fall richtig cool. Jetzt nicht viel wert, aber auf jeden Fall ein paar Gems. Und gleich leveln wir ab. Das heißt, wir müssen eigentlich gleich auch nochmal so ein extra, ja, Perk, whatever kriegen. Am meisten kann man das sogar leveln, wenn man in der, also wenn man halt VIP hat und da hinten dann in dieser extra Diamant-Area-Only da ein bisschen grindet. Da, ja, gibt's auch schon viel XP für diese Elite oder für das allgemeine Level-System hier. Und es gibt natürlich ein paar Fragen, schätze mal, die sich stellt. Nämlich, was ist eigentlich überhaupt, wenn man jetzt hier diese Coins so, ja, rumliegen lässt? Die spawnen die, oder wie sieht es an sich aus? Nämlich folgendes. Erstens, die spawnen nicht, meiner Meinung nach. Also, ich habe es nicht so gesehen, dass die spawnen sollten.
Und zweitens, diese Coins hier, die wir hier einsammeln, könnt auch nur ihr einsammeln. Das heißt, wenn da jetzt mehrere dran sind, er wird auf jeden Fall nicht eure Coins stehlen können. Nur ihr könnt halt mitnehmen. Und so funktionieren natürlich die Kisten oder das Einkollekten von Geld. So, wir sind Rank Up. Und wir sehen hier schon, congrats, you have Ranked Up Hero. You got 800k Diamanten, ein Super Drucky und ein Triple Coin Boost. Das heißt, ihr seht wieder, wir bekommen wieder extra Sachen hier. Und wie gesagt, das geht halt nicht alle. Die sind super lucky. Das bringt nur dann was, wenn ihr bei den Access öffnet. Habe ich jetzt nie richtig gecheckt, dass das wirklich funktionieren sollte. Das heißt, sollte man sich das kaufen? Meiner Meinung nach nicht, denn man bekommt sie, wie gesagt, durch Level Up. Also es lohnt sich nicht richtig, außer ihr seid wirklich heiß hinterher. Aber ich würde es euch nicht empfehlen. Wartet einfach ab und levelt ein bisschen. Wir merken schon langsam, die Kiste geht auch langsam zu Brüche. Aber unsere Pets, die so golden sind, sind anscheinend immer noch nicht gut genug. Das heißt, wir werden auf jeden Fall, wenn wir die Area kurz geunlockt haben, wenn wir natürlich ein bisschen grinden, offscreen werde ich dann noch welche grinden, ein paar Coins. Und dann werde ich nochmal ein paar Unboxings machen am Ende des Videos. Aber wir sehen schon, wir haben jetzt schon 20 Millionen insgesamt. Und wenn gleich die Kiste explodiert, müssen noch ein bisschen mehr kommen. Wie gesagt, dieser Double- oder Triple-Coin-Boost, der lohnt sich, wie gesagt, auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr ihn habt und ihr habt gerade Zeit, viel zu spielen, so ungefähr 20 Minuten, dann löst ihn auf jeden Fall ein. Man kann sie sogar stacken, aber ich werde sie jetzt natürlich nicht im Video stacken, weil das lohnt sich uns nicht, das ist ja sonst Verscherbelung. Und zack, wir bekommen nochmal 9 Millionen drauf. Das heißt, wir sind insgesamt bei 30 Millionen schon. Was ja schon viel ist, wenn man so bedenkt, dass wir jetzt erst gerade reinkommen sind. Wir haben jetzt schon fast durch diesen Triple Coin Boost hier schon das 50 Millionen Tor fast geöffnet. Also es geht wirklich schnell, Leute. Es geht wirklich schnell. Ich hoffe mal, Preston lässt das, oder der Developer, der Entwickler lässt das drin, weil das wäre halt schon ein bisschen, ich sag mal so, ein bisschen anstrengend, wenn das weg wäre, das Feature. Zack, wir haben 32 Millionen. Gehen nochmal kurz mal hier zu der Kiste und machen die auch auf. Und nebenbei, wo das gerade aufgemacht wird, es gibt sogar, das ist auch richtig cool, Achievement. Man kann hier sogar Daily oder so Art Quests machen, die sich immer weiter stacken. Dann kann man auch nochmal extra Sachen bekommen. Unter anderem, wenn man sogar Preston Plays, also halt diesen YouTuber, aka den Developer des Spiels trifft, kriegt man sogar ein extra legendäres oder ultra legendäres, whatever, Pet. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Und wenn man hier diese Degrees, dieses Break the Magma Chest, das ist, glaube ich, die da hinter uns, wenn man die breakt, bekommen wir sogar noch dieses coole Dragon Pet. Und wenn man sogar das Force Gaten Gate, wenn man halt dieses, ich meine, das ist ja das Gate da oder das Gate dahinter, wenn man das sogar bricht, bekommt man 666 Millionen Coins. Auf jeden Fall, ja, coole kleine Features nebenbei und Gags. Aber wir werden natürlich jetzt hier kurz noch ein paar Coinhaufen zerstören. Oh, oder das ist eine Kiste, da gehen wir doch lieber daran. Wir werden noch ein paar Coinhaufen zerstören, dass wir hier dann das durchbekommen. Das kriegen wir locker jetzt schon im Video fertig. Wir kriegen ungefähr im Video, schätze mal, so ungefähr zwei Welten fertig. Das müsste ungefähr so der Daily-Rhythmus sein dafür. So, 555, also eine halbe Million haben wir gerade einfach mal bekommen. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil so viele Pets noch dazugekommen sind, aber wir bekommen, wie gesagt, pro Hit 500.000, also 500k und hier nochmal 676. Natürlich nicht so viel, weil wir natürlich nicht so viel mitgeleistet haben, aber auf jeden Fall schon etwas. Natürlich ist das Problem hier natürlich wieder in Pet Simulator X oder 3, dass wenn einer von euch, euren Kollegen, ein gutes Pet hat, das natürlich dann hier durchrushen könnt. Das heißt, wenn ihr das Spiel nicht durchrushen wollt oder nicht zu hart durchziehen wollt, nehmt keine krassen Trades von euren Freunden an und spielt einfach so legit, weil es geht auch an sich schon so sehr schnell durch. So, jetzt haben wir einen Tresor hier, einen kleinen. Mal gucken, wie viel der gibt. Okay, der gibt schon einen Ticken. Ja, der gibt eigentlich gleich viel, weil ich glaube, ich war jetzt gerade ein bisschen Misch mit. So, und dann haben wir jetzt schon offiziell, warte, gleich haben wir es. Einen Moment. Ja, okay, fast. Fast die schon 40 Millionen erreicht. Jetzt haben wir 40 Millionen erreicht und wir sind nur noch 10 Millionen vom großen Tor entfernt. Dann können wir schon in dem Video wieder eine nächste Welt betreten. Wie gesagt, geht ganz einfach, geht ganz schnell. Keine großen Kopfschmerzen irgendwie hier. Andersweise nicht durchzukommen. Fast 1 Million haben wir schon aus dieser Kiste gerade wieder bekommen. Das ist natürlich alles nur durch diesen Triple Coin Boost. Wie gesagt, es lohnt sich wirklich, den zu nutzen. Und wir haben es geschafft, die 50 Millionen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in die Welt rein. In 3, 2, 1. Guckt euch auch mal an diese Riesenkiste. Komm, einfach weil es das erste Video ist, weil die schon viel dran geackert haben, werden wir kurz mal mithelfen hier, die Kiste kaputt zu machen. Oh, die droht aber echt viel Geld, muss man sagen, ne? Die droht echt schnell viel Geld. Das lohnt sich auf jeden Fall, hier mal an der Kiste mitzumachen. Wir haben jetzt nur durch ansatzweise rumstehen und mithelfen, plus den Triple Coin Boost schon fast 10 Millionen schon wieder gemacht. Also das Ziel zu 250 Millionen hinter dem Tor ist wirklich nicht weit entfernt. Muss auch sagen, das sieht richtig, richtig cool aus. Das ist, wie gesagt, hier so das Level, wie gesagt, wie bei der Rakete. Das ist jetzt so gesehen vor der Rakete, wo auch diese Mega-Chest stand.
Und wir sind jetzt schon bei 19 Millionen. Und müssen wir denken, ich habe ja bei 21 Millionen bei dem mitgemacht. Das heißt, wenn ich jetzt schon 21 Millionen habe, ist dieses Portal zu kriegen eigentlich gar nicht so weit weg. Und unter anderem können wir hierdurch ganz viel Geld grinden, um wieder gute Pets zu kaufen. Zum Beispiel jetzt sind wir hier. You can afford by Obsidian Egg. Das werden wir natürlich gleich kaufen. Gegebenenfalls, wenn wir noch mehr kriegen, werden wir natürlich dann gleich noch ein kleines Unboxing machen. Und die Kiste ist gleich fertig. Und... Oh, ah, ich bin sofort von der nächsten Kiste überrannt worden. Auch geil, warte, wir können kurz das Teleport teilnehmen, Vulcano, so. Und jetzt müssten wir eigentlich auch schon die Quest fertig haben, oder ist das die verkehrte Kiste? Sonst habe ich die Quest ein bisschen verkehrt verstanden, wo ist sie? Nee, okay, das ist sie nicht. Aber warte mal, eigentlich müsste es ja schon sein, weil... Oder kann das sein, weil ich nicht aktuell da am Start war? Oha, oha, ja, die Kiste dauert doch schon einen Ticken lange. Aber wir können mal kurz in der Zeit ein bisschen Unboxing machen. Nämlich wir gehen mal kurz zum Shop und unboxen mal hier ein Ei. Was haben wir denn hier? Für 22 Millionen können wir uns das holen für... Obwohl, das sieht auch schon cool aus. Das sieht auch schon richtig cool aus. Ich kann mich ganz genau erinnern, das Pet war das Schlimmste damals in Pets Simulator 2. Anscheinend ist es hier das Beste. Ich würde sagen, wir unboxen mal zwei Obsidian Eggs. Aber bevor wir das machen, wir nutzen natürlich unseren neuen Perk, nämlich Super Lucky für 20 Minuten. So, ich hoffe, das hat das, also ich hoffe, man hat das hier zu tun. Müsste eigentlich, wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir machen es mal. So, in 3, 2, 1. Oh. Oh, wir haben eine Lava-Katze bekommen. Geil. Okay, wir suchen es nochmal. Komm, komm, komm. Jetzt bitte, bitte, bitte. Oh, schon wieder eine Lavakatze. Oh Mann. Das Gute ist, weil jetzt hier die ganze Zeit am Arbeiten sind, kriegen wir übrigens ein Kleingeld hier noch von Arthur. Das heißt, es kann immer hier hinrennen und wieder zurückrennen, um hier was von abzuholen. Okay, noch ein Versuch. Komm, 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 komm. Jetzt gönn mal. Jetzt gönn bitte einmal. Einmal im Leben. Bitte, bitte, bitte. Oh, bitte, 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 bitte. Ah! Oh, wir haben einen Feierhund bekommen, einen Feierdog. Oh Mann, es sind echt, ne, also ich weiß nicht, ob das super lucky gemeint ist, dass das wirklich dafür lucky sein soll oder hier für die Maschine. Können wir mal kurz testen. Können wir mal kurz testen, wir brauchen ja eh bald neue Pets, und die Pets sind auch wesentlich besser, mal gucken. Ja, die sind wesentlich stärker als die goldenen, das heißt, wir können kurz mal die goldenen zu Rainbows machen. Das heißt, wir versuchen natürlich unser Luck, vielleicht hat das Luck auch hiermit zu tun, ich weiß noch nicht ganz genau. Ihr könnt mal einen Kommentar reinschreiben, wenn ihr das wisst. So, wir verheizen mal die und die, okay, und los geht's. Oh, okay, die sind jetzt weg. Die sind Fritte. Oh Mann, okay, wir haben gerade zwei goldene Viecher verloren. Aber das ist nicht schlimm, wenn wir können es noch einmal versuchen, weil dann können wir, obwohl, ah, okay. Wir können die Robbe hier rausnehmen. Wir nehmen die Robbe raus und nehmen dann hier die vier rein. Haben wir noch irgendwas zum Verheizen eventuell? Ein paar Hunde hätten wir eventuell. Wir versuchen mit einer Robbe. Mit einer Robbe versuchen wir es mal. Na, okay. Auch nichts daraus geworden. Dann die Hunde, komm, die Hunde. Ah, okay, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Super Lucky sich auf Dings bezieht, auf das Unboxing von Eggs oder das Hatchen von Eggs, aber ja, es ist auf jeden Fall da. So, ich spreche jetzt noch einmal kurz auf ein Volcanic Egg und das wird noch das letzte Egg sein, das wir dann hier in dieser Folge dann unboxen werden oder hatchen werden. Warum sage ich eigentlich an Unboxen überhaupt? So, jetzt nach ungefähr 20 Minuten bei nur unseren beiden Pets, also von meinen coolen Abonnenten hier und mir, sind wir gerade dabei, in circa 20 Minuten diese Kiste vielleicht zu kriegen. Wir sehen schon, wie viel Geld sich angehäuft hat. Das haben wir uns circa, ja, aber man muss halt wirklich circa halt, ja, zweimal hier für grinden, dass man halt wirklich durch das Portal kommt. Also das ist schon ein bisschen heftig, die Ecke da, aber ansonsten geht's. Aber ich glaube, wir brauchen einfach bessere Pets dafür. Und weil wir natürlich so viel Geld haben, werden wir auf jeden Fall jetzt mal ein normales, ja, ich glaube, das ist ein Vulcano-Egg, wird das sein, kaufen. Das heißt, einmal hier dieses Vulcano-Egg kaufen. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Oh, bitte, lass kein Trash sein. Aua, das hat weh. Okay, aber irgendwie die Magma-Chest, ich weiß nicht, ob das vielleicht die Verkehrkiste ist, aber irgendwie diese Magma-Chest, oder wie sie heißt, funktioniert irgendwie nicht, also ganz seltsam irgendwie. Jetzt würde ich sagen, öffne nur ein paar normale, ja, Vulcano-Eggs. Bitte! Ja! Also ich werde auf jeden Fall jetzt nicht die ganze Kiste nochmal abbauen, das wäre sonst viel zu geisteskrank. Aber ich werde noch einmal wenigstens ein Egg noch möglich machen zum Freischalten, zum Öffnen. Komm, und... Aber warte noch ein bisschen, komm, 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 noch ein bisschen Money, wir gehen auf 23.000, also auf 23.000 ist ja schon, das sind ja 23 Millionen. Zack, easy, 23 Millionen und wir gehen zurück zum Shop. Okay, die letzte Hoffnung, den letzten Ei. Bitte was Gutes, bitte!
Nee! Okay, wir haben absolut nur Müll gezogen. Wir sehen nicht so kurz hier. Okay, ja, absoluter Müll ist jetzt nicht so gerade das Stichwort dafür. Aber dreimal den Hund und dreimal die Katze. Das wäre dann insgesamt... Aber wer ist aber schlechter? Der Hund ist gleich stark eigentlich. Wir machen's. Rainer! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Ich sag mal so, wir können nochmal ein zweites Mal versuchen, ne? Oh, was ist denn heute los? Oh mein Gott, Leute! Das könnt ihr euch nicht... Oh, das ist geisteskrank! Oh mein Gott, Alter! Okay, das ist krass. Das ist krass. Ich will noch das Pet natürlich dann zufügen, aber ja, geht schon schnell. Und ich würde sagen, das war es erstmal für Pet Simulator X oder Pet Simulator 3. Ich werde es noch nicht X nennen, ist ja klar, ne? Von diesem Video. Ich würde sagen, wenn euch Pet Simulator X gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn ihr richtig Ehrenmann seid oder auch Ehrenfrauen, abonniert den Kanal. Vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren für neueste Videos über Pet Simulator X. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.